Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von The Bakery, die Agentur für Online-Händler. Da wir uns in einer Folge zuvor angeschaut haben, wie ihr euren JTL Shop 5 individuell gestalten könnt und euer eigenes Template kreiert, gucken wir heute mal unter dem Gesichtspunkt auf Shopify. Zu finden ist euer Template erst einmal in eurem Online-Shop unter Themes. Euch steht die Möglichkeit zur Auswahl, ein Theme, das ihr extern erworben habt, hier hochzuladen oder eines der kostenlosen Themes als Grundlage zu wählen. Mehr dazu gibt es im Video oben rechts. Wir haben uns für Debut als Ausgangstheme entschieden, dieses nach unseren Wünschen angepasst und daraus unser eigenes Shopify-Theme kreiert. Der Editor bei Shopify, der bei JTL On-Page Composer genannt wird, weist ähnliche Funktionen auf. Die Einstellungen, die wir bei JTL zum Anfang im Backend gezeigt haben, befinden sich hier in der linken Spalte ganz unten unter Theme-Einstellungen. Ihr könnt eure verwendeten Farben auswählen und diese mittels Hexacode eingeben, um genau eure CI-Farbe zu wählen. Auch die Schriftart kann individuell eingestellt werden und gilt dann fürs gesamte Theme, egal welche Unterseite gerade angesteuert wird. Das Favicon kann integriert werden, eure Social-Media-Kanäle eingetragen werden, die dann im Footer erscheinen werden und klickbar sind und vieles mehr. Ansonsten habt ihr auch hier Elemente, die bei JTL Portlets heißen, hier bei Shopify einfach nur anders aufgeteilt werden. Ihr habt also nicht die Aufteilung in Content und Layout, sondern in beispielsweise Blog-Elemente, Foto- und Video-Elemente, Text-Elemente und so weiter. Ihr könnt aber Ähnliches umsetzen. So war es uns möglich, auch hier die Slideshow zu integrieren und unten links den gewünschten Text einzutragen. Auch Produktvideos würden sich integrieren lassen, indem ihr darüber ein Rich-Text-Element einfügt und anschließend das Video darunter platziert. Anders als bei JTL funktioniert das hier nicht per Drag-and-Drop, sondern dadurch, dass ihr am Ende eurer bereits integrierten Abschnitte einen neuen hinzufügt und dann ein neues Element wählt. Das wird dann immer erst am Ende der Seite platziert, kann aber dann an jede beliebige Stelle gezogen werden. Somit war es uns möglich, ein Foto mit Text einzufügen oder auch eine Reihe aus drei verschiedenen Bildern, auf denen eure Produktkategorien veranschaulicht werden können, die dann im Text darunter näher erläutert werden. Darunter habt ihr mehrere Kacheln mit Produkten. Hier stehen mehr die Bilder und der Preis im Vordergrund als ausführliche Erklärungen. Ihr habt natürlich innerhalb dieses Abschnitts die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viele Reihen und Kacheln ihr integriert haben wollt, um diese ganz genau auf euer Sortiment anzupassen. Wollt ihr auf einer Shopseite mehrere Kategorien demonstrieren, bietet es sich an, diese mit einem prestigeträchtigen Einleitungsbild voneinander zu trennen. Dieses sollte dann in voller Größe erscheinen und Lust auf mehr machen. Ihr seht also, es gibt in Shopify mehrere Bildkombinationen. Und so wie in unserem JTL Shop 5 Template, schließen wir die Seite mit unseren Testimonials ab. Ihr könnt Zitate einfügen und die Bilder der Testimonials darunter in einer Galerie platzieren. Das wäre ein Ideenansatz, wie man sein eigenes Template in Shopify erstellen könnte. Ich hoffe, ihr habt daraus für euch was mitnehmen können, wie so ein Shopify-Template aufgebaut sein und umgesetzt werden kann. Falls ihr euren Shopify-Shop gleich von Grund auf professionell aufgebaut haben wollt und gar keine Zeit mehr mit dem Erlernen von Shopify, den Umsetzen von SEO-Maßnahmen, der richtigen Skalierung und Transformierung von Bildern, Texten und anderen Medienelementen verbringen wollt, dann kontaktiert uns gerne. Die eBakery Shopify-Experten widmen sich auch eurer Herausforderung. Für alle Infos und der Möglichkeit, direkt einen Termin zu vereinbaren, folgt dem Link oben rechts. Wir hören uns in der nächsten Screencast-Folge wieder. Bis dahin alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.